Moin Moin und zurück zu Area of Sorrow. Boss haben wir letztes Mal gelegt, waren ziemlich coole Begegnungen. Bisher wirklich mit der beste Boss, würde ich sagen. Aber gut, was anderes soll man erwarten vom Tod? Der sorgt eigentlich immer für so ein bisschen Party in Draculas Gemächern. Das kann man jetzt wieder falsch verstehen. Okay, aber hier haben wir alles abgegrast. Das heißt, eigentlich geht's jetzt weiter. Und gucken, was wir noch so haben. Und ich krieg wieder meine Tasten nicht hin. Ich würde hier nochmal ein bisschen switchen gern. Weil die Battle Axe war mir jetzt wegen dem Schaden beim Boss wichtig. Bei normalen Gegnern, muss ich sagen, ist mir hier die Ausholanimation aber ein bisschen lieber. Vor allem bei ihm hier. Zu spät gedodged. Wenn er so nach hinten läuft, ist schön. Ich habe nur immer Angst, er kommt zu nah dran. Und dann zwängt er mich hier so ein, dann geht nämlich gar nichts mehr. Wow. Darauf habe ich gewartet. Wie ich schon wusste, bevor es passiert. Herrgott, diese... Also wenn es eins gibt, das lästig ist, sind es diese verdammten Köpfe. Genau, da nochmal direkt rein, weil es Spaß macht. Mit denen komme ich nicht klar. Ich weiß nicht, was ich da habe. Ich bin einfach immer offen im Timing. Ich habe eine Idee von dem, was ich machen will, klar. Aber das Timing passt dann irgendwie doch nie und dann taust es halt einfach nicht hin. Aber gut. So, ich will jetzt dahin mal zurück. Glaube ich, wo das mit dem Wasser war. Ja, genau. Weil ich denke mal, da geht's dann weiter. Da hätte ich auch gerne noch eine Seele von. Gut, hier erst nochmal speichern, weil ich halt auch nicht weiß, wann so der nächste Speicherpunkt kommt. Da müssen wir zumindest den Weg nicht nochmal gehen. Ich bin sehr gespannt, auch was für eine neue Musik uns da jetzt erwartet. Und was hier unten so ist. Okay, rüsten wir das mal aus. Ach nee, das war eine... Genau, hier. Mhm. Oh. Direkt mal eine Seele, okay. Ja. Wow. Hilfe. Hilfe. Ziemlich groß. Diese Wasseruhren sind geil. Sieht schon gut aus. Frage ist halt jetzt nur, links hier weiter oder... Hier ist wieder Clock Tower angesagt. Ist komisch. Rechts, links, ist die Frage. Tasty Meal? Hier ist auch wieder Clock Tower. Okay. Ist jetzt ein bisschen komisch, weil wir ja eigentlich unter Wasser sind. Ich habe erwartet, dass jetzt da irgendwie so eine Unterwasserweltartige Höhle, irgendwas. Hm. Da geht's wieder runter. Sabalot. Aber ich muss halt auch die Wände abchecken. Ich weiß nicht, wenn ich das Auge nicht ausgerüstet habe, ob halt irgendwo was drin ist. Aber ich denke mal, sieht nicht so aus.
Ah, so viele Viecher. Ich will eigentlich nur die Wand noch abchecken. Lasst mich doch mal an die Wand. Die einem ständig davon abhalten wollen, hier rumzuschnüffeln. Ich meine, darf man ja mal noch machen. Ich weiß jetzt halt auch wieder nicht, ob hier vielleicht irgendwo was ist. Noch mehr Clock Tower. Hä? Du hast den Boss hier schon gemacht und hast irgendwie geistig mit abgeschlossen und jetzt kommt hier... Oh! Teleporter. Okay. Aber hier kommen wir jetzt zu dem Gebiet, was nach unten anschließt. Wieder. Also wäre ich vielleicht doch besser oben links rumgegangen. Weil das führt uns jetzt hier wieder zurück. Wohin zurück? Ist die Frage, wo war denn das? Oh. Ja, jetzt kommen wir hier wieder raus. Okay. Kann ich jetzt natürlich allerdings nicht bleiben, weil wir da, glaube ich, mit dem Doppelsprung gar nicht hochgekommen sind. Okay, also wäre links doch die richtige Wahl gewesen. Wobei, jetzt haben wir das zumindest mal hier abgedeckt mit dem, mit der Abkürzung schön wieder hier runter zusammen. Das ist ja schon mal ganz gut. Ich würde, wenn wir jetzt eh hier einen Teleport haben... Einfach nochmal Tränke auffrischen, das kann so falsch nicht sein. Jo, WB. Sound? Okay. Das war weird. Haben wir noch irgendwas, das wir verkaufen können? Das macht halt eigentlich keinen Schaden mehr. Ich würde jetzt aufs reine Nostalgie am Peitschenschwert, Schwertpeitschen-Ding hängen, aber es war schon cool. Genau, einfach mal voll damit. Das meint ab auch. Gib her. Waren die vorher schon da? Hätte ich die ganze Zeit schon... High Potions? Also dann bin ich nämlich selber blöd, wenn ich mit normalen Potions zum Boss reingehe. Okay, ich weiß nicht, vielleicht kamen die ja jetzt erst im Nachhinein dazu? Oder die wären vorher schon da gewesen und ich war einfach zu blöd zum Scrollen. Das kann durchaus passiert sein. Na gut, das hat ja trotzdem irgendwie hingehauen. Einfach nur schnell raus will und die mit Busenköpfe meinen, nö. Ich hasse diese scheiß Dinger. Erstmal hier ein bisschen Ordnung schaffen im Raum. Da habe ich nicht hingeguckt und jetzt passiert's, ja. Alter, seid ihr vielleicht nervig wie Sau? Ich will doch bloß hier weiter. Was hier? Ja. Also rein optisch, geile Aktion hier mit dem Raum. Hat was. Ah, okay, ich könnte dann hier auch so hoch.
Das heißt, da muss ich gar nicht unbedingt mit der Seele switchen. Wow. Der sieht halt krasser aus, als er eigentlich ist, muss man sagen. 58,7% mehr. Schon noch ein bisschen was. Einzelraum. Aber irgendwie... Na gut. Nicht schon wieder hier. Ich weiß nicht, ob ich da die Wand schon abgecheckt hatte. Ich muss das aber nochmal probieren. Ach, und jetzt... Nee. Gut, da wollte ich aber noch mal reingucken. Was ist das denn für ein... Ich sehe schon, worauf das... Ich hasse sowas. Ja, komm! Der war doch in der Attacke drin. Der, die das kommt. Burtgang. Was? Was bist du denn für ein seltsames Schwert? Ah, okay, der war... Ja, ja. Da war der andere wahrscheinlich nicht in dem Streifen von der Attacke mit drin, sondern ist so durchgeflutscht. Habe ich, glaube ich, schon mal geguckt, aber... Ihh, das sieht ja eklig aus. Ja, I see. Das wird so ein Spaß, ja. Nette Attacke. Frage ist nur, wohin das führt. Muss ja eigentlich in ein neues Gebiet dann irgendwie. Sag mal, ich gebe es einfach auf mit den Viechern hier. Die machen mich fertig. Okay. Pitch Black Suit. Ist zwar geil, ja. Halt mehr Defense und so, aber weniger Stärke, weniger Attacke. Ich mach's mal. Ich weiß aber nicht, ob ich den wirklich behalten will oder ob ich das für lange will. Ah, okay, warte, warte. Dann war's das jetzt hier wirklich, aber wir haben ja noch einen Bereich mit Wasser, wo wir immer noch nicht hingekommen sind. Ich die Dinger hasse. Genau, das heißt, jetzt können wir nochmal ganz am Anfang, glaube ich, zurück. Weil da gab es auch was mit Wasser. Und zwar musste man da runter sinken. Und das ging noch nicht. Aber das können wir jetzt damit endlich machen. Das heißt, da geht es eigentlich dann auch weiter. Okay. Ich wäre am liebsten jetzt schon da und würde gucken, was uns da jetzt erwartet noch. Man muss sagen, irgendwie, wenn man dann auch so einen Boss gemacht hat von einem Gebiet, irgendwie habe ich so ein bisschen mit dem Gebiet dann im Kopf abgeschlossen. Dann ist halt hier irgendwie noch ein Bereich Clock Tower. Das ist irgendwie sehr komisch. Gut. Dann, wo war denn hier? Nee. Das war nicht der Raum, nach dem ich gesucht habe. Unten.
Bin ich froh, wenn ich hier raus bin, ey. Diese ganzen Köpfe. Ist ja schon irgendwie dezent nervig irgendwann. So, hier noch und dann runter. Genau. Okay, okay, genau, hier unten nämlich, ne? Zwei Bereiche ist das, glaube ich, sogar. Hey, das ist wieder fies. Weil ich jetzt natürlich nicht weiß, den einen zuerst oder den anderen. Weil entweder, ich denke mal, dass einer davon dann halt irgendwie noch was hat und dann aber in eine Sackgasse führt und der andere halt richtig weiterführt. Die Frage ist halt nur immer, welcher. Man kann es ja eigentlich nur falsch machen, von daher machen wir es doch einfach mal falsch. Oder warte. Ich dachte hier... Nö. Da unten. Ich kann wieder kein Stück Karte lesen, so wie immer. Genau, weil wir können zumindest den Speicherpunkt mal noch mitnehmen, aufladen, Wegpunkt etc. Es ist nur wirklich die Frage, welcher Weg zuerst? Ich kann davon so schlecht einschätzen, weil da unten kommt wahrscheinlich noch einiges. Oder ob die beide irgendwo hinführen, vielleicht sogar. Weil da ist so viel Platz noch nach unten hin mit der Map. Da ist schon noch was. Da war ja unser erstes Spionauge, richtig. Gut, jetzt gehen wir wirklich mal erst hier lang, vor allem weil wir eh in der Richtung sind. Wow, wow. Genau. Was jetzt? Neues Gebiet, okay. Was erwartet uns? Nice Musik. Wow, hoppla, tschüss Boot, tschüss, brauche ich das? Da ist ein Sch... Komme ich aber vermutlich wieder nicht hin, nee. Ist zu weit oben, glaube ich. Oder komme ich... hier von irgendwo... Vielleicht mit der anderen Seele aufs Wasser stellen und dann probieren. Aber ich will jetzt erstmal hier rumgucken. Aber ich denke mal, damit könnte das auch funktionieren. Ich weiß halt jetzt auch nicht, welche Richtung es weitergeht hier. Aber es ist insgesamt eine coole Mechanik, dass man jetzt so auch unter Wasser sein kann. Das sieht aber echt aus wie das nächste Gebiet dann, ne? Was mich wiederum dann denken lässt, dass das andere ja vielleicht eigentlich nur so ein Sackgassenweg. Bin ich schon wieder falsch. Gelbe, goldene Seele, wie auch immer. Autsch. Puh. Armes Boot. Nur weil keiner mitgefahren ist. Ist aber auch eine schöne Musik, hat wirklich sowas von so einer, von so einem unteren Bereich wassermäßig irgendwie. Ich kann es jetzt auch gar nicht genau festmachen, aber es passt. Mir passt halt nur nicht, wenn ich jetzt wirklich denke, das andere war eine Sackgasse, dann würde ich doch die zuerst mitnehmen und dann halt weiter vordringen im Spiel. Das ist fies.
Ich hasse sowas halt immer, weil wenn du dann zum Beispiel weitergehst und weitergehst und bei dem anderen wäre halt wirklich nur so eine Sackgasse gewesen, da hast du halt irgendwann ein Riesengebiet zwischen da, wo du sonst hingekonnt hättest und dem Punkt, wo du bist und musst halt ein Riesengebiet zurücklaufen, wie das bei jetzt nochmal zurückläuft, aber es ist halt immer schwer einzuschätzen, wenn du keine Ahnung hast. Ja, auch nichts in den Wänden. Und hier geht's auch wieder runter. Das passt mir halt nicht so. Vielleicht gehen wir zwischendurch wirklich nochmal zurück. Oh, was ist das denn? Triton. Weil so sieht er auch aus. War Triton nicht irgendwie der Name von Ariels Vater? Im Meerjungfrau-Film? Glaube ich. Zumindest sagt mir das noch. Sag mal, Hitbox von der Candle, geht's dir noch gut? Dead Crusader. Ach, warte, nur wenn der ausholt, ha? Irgendwie sowas. Aber dann werde ich halt noch einer. Ja, ne? Die Zeit, die ich brauche zum Ausholen, reicht dem halt dann auch. Ich kann dann nicht wirklich seine Animation abwarten, Schaden machen und dann selber keinen kriegen. Ich komme nicht rechtzeitig zurück, ja. Weil kurz nach dem Angriff kannst du ja nicht direkt zurück. Der hat ja so einen ganz kleinen Moment, wo er noch steht. Aber es ist halt schon riesig, ja. Oh, er hier wieder? Er läuft auch in so einer Muschel mit so Fischen. Das passt irgendwie total. Und dann der Dreizack. Oh krass, nehmen die wenig Schaden. Warum bin ich eigentlich immer bei der roten Seele? Hier auch nichts. Wäre wahrscheinlich klüger, wenn man immer das Auge ausgerüstet hat, so wie wir es die ganze Zeit hatten. Und ich bin ehrlich gesagt gerade zu faul, mich zu heilen. Oh, okay, stimmt, das schwächt ja die Attacke auch. Irgendwas war da, glaube ich. Aber es geht halt auch gut runter. Gut, ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Vielleicht laufe ich ja auch nochmal zurück.